Schweinezucht im Münsterland. 3000 Schweine, mistet Benedikt Seelhorst. Das A und O ist das Futter. Hochwertig und preiswert muss es sein. Ohne Soja geht es nicht. Wir brauchen immer einen Teil hochwertiger Eiweißbausteine. Und das liefert eben die Sojabohne. In diesem Futterbrei für die Schweine ist Soja drin. Und Soja wird importiert. Vor allem aus Brasilien und Argentinien. Bauer Seelhorst weiß, dass für Schweinefutter Regenwald gerodet wird. Die Lunge der Welt brennt. Das sind schon sehr erschreckende Bilder, das zu sehen, dass jahrhundertealte Waldbestände abgebrannt werden, um darauf nachher Tierhaltung oder Getreidebau zu machen. Nicht selten sind es Farmer, die solche Brände legen, um Platz zu schaffen für Sojaanbau und Viehzucht. Und das gilt nicht nur für Brasilien. Unter Entwaldung leidet nicht nur der Amazonas-Regenwald. Auch die Savannenlandschaft Cerrado und der tropische Trockenwald Gran Chaco sind betroffen. Sojaernte in Brasilien. Die Futterpflanze wird weltweit nachgefragt. In den letzten 20 Jahren stieg die Sojaproduktion in Argentinien und Brasilien immer weiter an. Auf insgesamt 180 Millionen Tonnen im Jahr 2017. Der Hafen von Itaqui im Nordosten Brasiliens. Von hier soll in Zukunft noch mehr Soja exportiert werden, vor allem in die EU. Das sieht ein neues Freihandelsabkommen mit Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay vor. Das sogenannte Mercosur-Abkommen. 20 Jahre lang wurde es verhandelt, Klimaschutz spielte kaum eine Rolle. Die Südamerikaner versprechen, dass EU-Umweltstandards eingehalten werden. Martin Häusling hat daran erhebliche Zweifel. Der Agrarexperte der Grünen war in Argentinien und Brasilien. Wir waren mit dem Agrarausschuss in Mato Grosso auf einem Betrieb, der hatte sagen und schreibe 180.000 Hektar. Jetzt stelle ich mir das mal vor, ein europäischer Kontrolleur kommt da runter und sagt, jetzt zeigen Sie mir mal Ihre Bücher, was haben Sie denn gespritzt und was haben Sie gedüngt und sind diese Flächen alle legal oder illegal genutzt. Der würde sich erstmal einem Pistolero entgegenüberstehen, der deutsche Kontrolleur, weil es nicht so ist, dass jeder Betrieb da kontrolliert wird und dass es vor Ort eine Kontrolle gibt, noch nicht mal von den eigenen Behörden und schon gar nicht von europäischen Behörden. Der Hafen Rotterdam. Hier kommt das Soja aus Südamerika an. Inzwischen streiten europäische Regierungen, ob Mercosur angesichts brennender Wälder noch das richtige Abkommen ist. Frankreich, Luxemburg, Finnland und Irland sind dagegen. Deutschland ist dafür. Umweltverbände kritisieren das. Wir bekommen jede Menge Soja und Fleisch nach Europa geliefert und verkaufen Autos in die lateinamerikanischen Länder. Beides ist schlecht für das Klima. Und beide Seiten können nicht garantieren, dass dieser Deal im Einklang mit dem Pariser Klimaschutzabkommen steht. Offenbar sind der Bundeskanzlerin Klimaziele weniger wichtig als die Interessen der deutschen Autoindustrie. Denn das Mercosur-Abkommen erleichtert den Export von Autos nach Lateinamerika. Zu Umweltstandards und Klimaschutz nur Absichtserklärungen. Keine klaren Vorgaben. Dabei soll es bleiben, fordern die Autobosse. Ja, Regulierung oder Überregulierung, davon halte ich wenig. Besser ist es, Themen an der Wurzel zu packen, zu schauen, was sind die Probleme, Ursachen erkennen und dann mögliche Lösungen dafür zu entwickeln. Freier Handel passt absolut in die Zeit. Wir sind in einer globalisierten Welt. Freier Handel, der fair ist, der ausgeglichen ist und der auch die Umwelt und die Bedürfnisse der Menschen und Bürger berücksichtigt, ist eine gute Sache. Eigentlich müsste doch allen klar sein, dass man mit einem Präsidenten Bolsonaro, der ja vorher angekündigt hat, ich will den Urwald nutzbar machen, den Amazonas nutzbar machen, und mir sind indigenen Rechte, also die Rechte der Ureinwohner, völlig egal. Und Umweltstandards werden auch nicht beachtet, dass man ausgerechnet jetzt mit dem einen Deal macht und sagt, jetzt wird er das einhalten. Zurück ins Münsterland zu den Seelhorsts. Die Schweinezüchter sind überzeugt, so kann es nicht weitergehen. Sie haben angefangen, weniger importiertes Soja zu verfüttern.
bauen seit 3 Jahren hier auf dem Hof Ackerbohnen an und haben schon den Anteil von Soja in den letzten Jahren wesentlich zurückgefahren. 10% weniger Soja im Schweinefutter. Die Seelhorsts wollen nicht auf die Politik warten. Sie machen den Anfang und das ganz freiwillig. Ja.